Willkommen zur Preisverleihung der diesjährigen Hanse-Merkur-Preise für Kinderschutz. Während im Atrium die heißen Proben laufen, gibt der Vorstandsvorsitzende Eberhard Sauter auf der Pressekonferenz Infos zum ältesten Sozialpreis Deutschlands, der mit 50.000 Euro dotiert ist. In diesem Jahr vergeben wir den Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz zum 36. Mal. Seit 1980 konnten wir über 3.300 Bewerbungen, 149 Preise vergeben und ein Preisgeld von über 1,1 Millionen Euro ausschütten. Die diesjährigen Preisträger kommen aus München, Berlin, Hamburg und Olpe. Mit den diesjährigen vier bin ich total glücklich und zufrieden. Ich habe das Gefühl, wir haben die richtigen. Wir sprechen Krankheiten an, die sonst keiner anspricht. Wir haben das Thema Gehörlosen, das hatten wir in unserer 36-jährigen Geschichte noch nie dabei. Auch dieses Leseprojekt in den Haftanstalten finde ich unheimlich toll. Und das Thema Kindersterblichkeit und Hospiz und den Angehörigen als auch Kindern zu helfen in dieser schwierigen Phase, das sind unheimlich tolle, engagierte Projekte. Die Gäste können sich dieses Jahr auf viele Premieren freuen. Zum ersten Mal ist eine Sportlerin Schirmherrin der Veranstaltung. Edina Müller, eine Ausnahmeathletin, Goldmedaillensiegerin im Rollstuhlbasketball und Silbermedaillengewinnerin im Kanusprint der Paralympics in Rio im Jahre 2016. Nach dem Eintrag ins Gästebuch geht's gleich wieder raus zum Fotoshooting mit allen Preisträgern. Den Auftakt macht Gospel Train, der Chor der Goetheschule aus Hamburg-Harburg mit einem Medley. Liebe Jurymitglieder, Preisträger und Kinder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen des Vorstandes der Hanse-Merkur Versicherungsgruppe ganz herzlich zur 36. Preisverleihung bei uns begrüßen. Mein Name ist Heinz-Gerhard Wilkens und ich habe die Freude und Ehre, Sie im 20. Jahr heute durch diese Veranstaltung führen zu dürfen. Seit dem Jahr 2000 sitzt Edina Müller im Rollstuhl und ihr Grußwort macht Mut, nach solch einem einschneidenden Erlebnis dem Leben einen neuen Sinn zu geben. Es ist mir eine besondere Freude, in diesem Jahr die Schirmherrschaft über die Veranstaltungsverleihung des ältesten deutschen Sozialpreises zu übernehmen. Dabei beeindruckt mich ganz besonders, dass der Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz auch immer wieder inklusive Projekte in den Fokus gerückt hat, lange bevor das Thema gesellschaftlich breiter diskutiert wurde. Ein symbolischer Ausdruck von Inklusion mag sein, dass ich in 36 Jahren die erste Schirmherrin dieser renommierten Auszeichnung bin, die im Rollstuhl vor Ihnen sitzt. Wie habe ich als junge Frau und Sportlerin nach diesem einschneidenden Erlebnis die Weichen neu gestellt? Zunächst einmal gibt es in jedem Leben zumindest eine Tragödie. Aber dann liegt es nach einer Trau- und Anpassungsphase an uns herauszufinden, was uns gut tut, wo die Freunde und Kollegen zu finden sind, die uns stärken und wie die Ziele aussehen, die uns neuen Sinn im Leben geben, die Hoffnung, Mut und Lebensqualität zurückbringen. Seit 21 Jahren gehört Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, zur Jury des Kinderschutzpreises. Wir sprechen über Menschen, die hier in unserem Land
sich jeden Tag um Kinder ihrer Familien kümmern, die in großer Not, Sorge, manchmal in Krisen sind. Viele davon tun das ehrenamtlich und sie tun das mit großem Einsatz. Ja, da sind Sie, die Hauptpreisträger des Hanse-Merkur-Kinderschutzpreises für das Jahr 2016. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg weiterhin auch für Ihre wichtige und wertvolle Arbeit. Das Kontext-Leseprojekt bemüht sich um junge Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, und versucht durch die Begegnung mit Literatur Denkanstöße zu geben, um damit Reflexionsprozesse in Gang zu setzen. Alle Menschen sehr beeindruckt, indem sie auch dargestellt haben, dass sie Menschen sind, die ihr Schicksal, die ihr Leben in die Hand nehmen, mit großer Hoffnung in die Zukunft, mit vielen Träumen, mit vielen Talenten. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Träume alle in Erfüllung gehen. Herzlichen Glückwunsch. Ein Anerkennungspreis für die deutsche Gehörlosenjugend, die das Selbstbewusstsein junger, tauber Menschen stärken und ihnen Mut für das Leben geben. Die NCL-Stiftung ist Hoffnungsträger für alle Patienten mit Kinderdemenz. Sie treibt Forschung und Aufklärung für Therapiemöglichkeiten voran. Ich gratuliere Ihnen im Namen aller Anwesenden sehr, sehr herzlich zu diesem Anerkennungspreis, zum Hanse-Merkur-Kinderschutzpreis 2017. Herzlichen Glückwunsch. Und ich bin sicher, das Preisgeld ist auch bei Ihnen ganz besonders gut aufgehoben. Einen weiteren Anerkennungspreis in Höhe von 10.000 Euro erhält das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar. Es bietet jungen, sterbenskranken Menschen und ihren Familien eine würdige Herberge. Und dann geht es einfach darum, für die Kinder und ihre Familien da zu sein. Ganz einfach da sein. Das machen Sie jeden Tag. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Glückwunsch zu dem Anerkennungspreis. Eine weitere Premiere für die Hanse Merkur ist der interaktive Auftritt des amtierenden Europameisters in der Mundakrobatik. Ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Robeat und ich bin Beatboxer von Geburt an. Und alles, was ihr jetzt hört, kommt aus meinem Mund und aus meiner Nase. Einen Crashkurs noch geben und der Heinz hilft mir dabei. Okay? Und zwar? Ich bin neu, aber ich mach ja hier alles. Wir probieren das mal. Und dann sagen wir mal alle zusammen im Rhythmus. Okay, danke schön. So, jetzt habt ihr alle noch was gelernt und einen schönen Abend noch. Ganz grandios, auch die jungen Künstler, und die ja auch unterstützt werden von Hanse Merkur, und auch die jungen Menschen, die hier wirklich Tolles zeigen, das ist immer sehr beeindruckend. Und auch Frau Müller,
die in den Paralympics so tolle Leistungen bringt und auch eigentlich ein gutes Beispiel ist für Menschen oder ein Vorbild für Menschen, die mit so einer Behinderung leben müssen, ist es immer toll, wenn es Vorbilder gibt, die zeigen, es geht, ich finde einen Sinn. Junge Mitarbeiter engagieren sich beim Eisverkauf zugunsten eines ehemaligen Preisträgers. Wir sind die Azubis aus dem zweiten Lehrjahr. Florian. Ich bin Flo, genau. Das ist Nick. Das da hinten ist Tom nochmal und Devi. Genau, und ich bin Pia. Und wir sammeln Spenden für Ampo-Kids. Und das machen alle Azubis jedes Jahr. Und wir haben uns gedacht, vielleicht ist es gar nicht schlecht, hier auf dieser Veranstaltung auch nochmal Spenden zu sammeln. Rund 365 Euro haben die Azubis eingenommen. Passend zur Leitidee des Unternehmens, Hand in Hand ist Hanse Merkur. Sehr gut gefällt mir, dass die Hanse Merkur und auch das Kuratorium sich nicht scheut, auch die ganz schweren Themen hier mit aufzugreifen und genau die richtige emotionale Dosierung findet, die Menschen hier zu bewegen und uns alle zu berühren. Ich bin ja selbst auch im Vorstand der Pädiatrie-Hilfe oder habe die mitgegründet und wir unterstützen ja auch viele Kinderprojekte. Und für mich war Hanse Merkur Kinderpreis immer ein Vorbild. Insgesamt finde ich eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich finde es auch sehr schön, dass es diesen Preis gibt. Ich wusste nicht, dass es eigentlich der älteste Preis in dieser Kategorie ist. Und ich freue mich, wenn er auch weiter verliehen wird, wenn das Engagement der Hanse Merkur weiter fortgeführt wird. Die Ausschreibung für den Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz 2017 läuft bereits. Und bewerben können sich Projekte, die sich für erkrankte, sozial oder psychosozial belastete Kinder oder im Bereich der Vorbeugung von sozialer Gefährdung engagieren.